Als der Meister Eder neulich in seinem Terminkalender blätterte, stellte er fest, dass der Pumuckl auf den Tag genau 10 Jahre schon bei ihm lebte. Er dachte über diese Zeit nach und musste sich gestehen, dass er doch viel mehr Spaß als Ärger mit dem kleinen Kerl gehabt hatte und dass er ohne ihn gar nicht mehr leben möchte. Er ist in ein Spielwarengeschäft gegangen und hat dort ein Spielzeugauto gekauft. Eines zum Aufziehen natürlich. Das wird ein großer Spaß, hat sich der Meister Eder gedacht. Es war auch ein großer Spaß, zunächst. Aber dann, doch hört euch die Geschichte selber an. Pumuckl! Pumuckl, komm mal her. Langsam oder schnell? Ja, ich hab was für dich. Was Schönes? Dann komm ich schnell. Was zum Arbeiten? Dann komm ich langsam. Heute hab ich was Schönes, weil heute ein besonderer Tag ist. Ich bin schon da, zeig mal her. Schau. Was in dem Päckchen da drin ist, das gehört dir. Und was ist da drin? Ja, das möchtest du jetzt wissen. Ja. Da wirst du staunen. Das müssen wir ganz vorsichtig aufmachen, sonst... Sonst springt es sonst davon. Ui, ui, nein, bitte lass es drin. Ich will nicht, dass es davon springt, wenn es was Schönes ist. Nein, 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 nicht springen, davon fahren kann es. Ah, ja, dann weiß ich schon, was ist. Dann ist es eine Straßenbahn. Du kommst jetzt zu auf eine Straßenbahn. Weil die Frau Schröder vom Vorderhaus gestern so geschimpft hat und gesagt hat, die Straßenbahn fährt einem immer davon. Nein, eine Straßenbahn ist es nicht, aber ein Auto. Ein Auto. Oh, ein Auto, ein rotes Auto. Und das rote Auto gehört dem Pumuckl. Geld, erstaunst du. Ja. Und wenn ich das Auto erst aufziehe, dann fährt's ganz von allein. Ganz von allein? Ja, und wenn man das Lenkrad da einstellt, dann fährt's immer im Kreis herum. Ganz von allein? Ja, und wahrscheinlich hält dich das Auto sogar aus, sodass du dich draufsetzen und damit im Kreis herumfahren kannst. Oh, oh, was sagst du jetzt? Was ich sage? Ja. Ich sage, oh, sage ich, ah! Ein Auto, Ja, habe ich doch gewusst, dass dich das freut. Du, aber langsam, weißt du auch, warum du das heute kriegst? Muss ich das heute wissen? Ja. Vielleicht weil ich dich heute überhaupt noch nicht geärgert habe oder weil die Sonne scheint. Nein, nein, auch nicht. Oder weil es gleich wieder regnet. Oder, jetzt weiß ich's, weil du einen ganz großen Sack voll Geld gefunden hast. Nein, leider auch nicht. Ziehst du jetzt das Auto mal auf? Krieg ich's jetzt? Nein, noch nicht. Noch nicht? Du bekommst das Auto, weil du heute sowas wie Geburtstag hast. Heute Geburtstag? Ich bin heute geburtst worden. Nein, das nicht heute. Aber vor 10 Jahren. Erinnerst du dich nicht mehr? Da bist du an meinem Leimtopf hängen geblieben und seitdem bist du bei mir sichtbar geworden. Und zur Feier dieses Tages kriegst du das Auto. Ja, daran erinnere ich mich schon. Ho, 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 ho. Das war ein sehr ärgerlicher Tag. Ich hätte mir am liebsten Haare ausgerissen, Kopf abgebissen, Zöpfe rumgeschmissen. Ja, brauchst dir nicht einbilden. Nase abgebissen. Ja, brauchst dir nicht einbilden, dass ich erbaut war. Aber das hat sich doch geändert. Oder nicht? Und ich glaube, das ist ein Grund zum Feiern. Wäre ja langweiliges Leben ohne dich. Ja. Findest du das echt wirklich? Echt? Echt? Ganz echt. Ich finde es natürlich auch echt, dass ich, also dass du, ich meine, dass, also so, dass wir, was kriegt man da drin für ein komisches Gefühl, wenn man was echt findet? Gib mir schnell das Auto! Gib mir schnell das Auto, sonst mache ich... Und man kann doch nicht einfach... machen, wenn man sich freut. Da muss man doch... Ja, das kann man nicht. Du zieh mir lieber das Auto auf und jetzt gib Obacht. Jetzt gib Acht! Es fährt und wie es fährt, im Kreis herum und stößt nirgends an. Was das Auto kann, stößt nicht an. Es fährt mit Fleiß herum im Kreis. Es glänzt und blitzt, es saust und flitzt. Ui, jetzt flitzt's nicht mehr. Jetzt steht's. Ja, jetzt muss man's wieder aufziehen. Das ist wieder aufziehen. So. Und jetzt darfst du dich draufsetzen. Ich bin gespannt, ob das geht. Du, halt dich aber gut fest und nicht am Lenkrad, sonst geht's nicht mehr im Kreis rum, gell? Sondern fährt an die Wand. Ja, mach. Halt dich an der Windschutzscheibe an fest. Der Windschutz. Also, Obacht, jetzt geht's los. Oh.
Ui, ui. Ist das prima? Ja, das geht ja wunderbar. Ja. Ja, ein bisschen langsamer als vorher, aber das ist gerade gut. Gell, Pumuckl, das ist ein Spaß. Oh, das ist ein ganz großer Spaß. Ein riesengroßer Spaß ist das. Das ist... Oh, oh, halt, halt, halt! Nicht an die Wand! Ja, dreh am Lenkrad. Nicht nach der Seite, nach der anderen. Ah, nein, jetzt kommt der Tischfuß an das Haus. Ja. Oh, ah! Ja, gerade noch vorbei. Dreh andersrum. Der Ofen, der Ofen! Oh, jetzt steht's. War das aber schön. Und dann war das so voller schöner Angst. Ja, 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 viel wäre ja nicht passiert bei dem Tempo, wenn du wo dagegen gefahren wärst. Aber gut geht's. Ziehen wir es noch einmal auf. Ja, ja, bitte. Nochmal und nochmal und dann nochmal und nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann nochmal. Der Meister Eder hat das Auto wirklich eine Stunde lang immer wieder und wieder aufgezogen. Der Pumuckl konnte sich gar nicht satt fahren. Aber irgendwann hat ja jeder Spaß mal sein Ende und der Meister Eder musste wieder an die Arbeit gehen. Der Pumuckl war da aber ganz so, wie manchmal auch Kinder sind. Er wollte und wollte nicht aufhören. Noch einmal, bitte, bitte noch einmal. Wenn du es noch einmal machst, dann lasse ich dich in Ruhe. Das hast du jetzt schon 5-mal gesagt. Aber ich muss aufhören. Und schau, das Auto muss ja auch einmal ausruhen, sonst ist es bald kaputt. Nein, ich will aber... Ja, dann probier halt, ob du es selber aufziehen kannst. Da. Ja, das geht nicht, das geht zu schwer. Bitte, bitte zieh es mir nur noch ein einziges Mal auf. Nein, aber wir machen was ganz anderes. Ja, was machen wir? Ich leg da 2 Bretter nebeneinander, schräg her. Ja. So, und dann kannst du das Auto ohne Aufziehen einfach runterrollen lassen, wie an einem Berg. Ja, da muss ich es aber doch immer wieder hinaufziehen. Na und, hast doch Zeit. Aber halt, zuerst müssen wir noch das Lenkrad auf geradeaus stellen. So, und jetzt setz dich mal drauf und probier's. Ja, jetzt setz dich mal drauf und probier's. Schön! Aber kurz. Macht nichts. Kannst das ja immer wieder machen. Wenn ich, weißt du, wenn ich einen großen Berg hätte, einen ganz, ganz großen Berg, dann könnte ich ganz lang herunterrollen, ohne aufziehen. Sicher gibt es in der Stadt irgendwo so einen ganz großen Berg. Du untersteh dich und geh mit dem Auto auf die Straße. Da kämst du ja unter die echten Räder. Nein, der Pumuckl nicht. Der Pumuckl genauso wie andere auch. Und wenn du auch für andere Leute unsichtbar bist, das Auto ist und bleibt sichtbar. Das ist nämlich aus Blech und das verschwindet nicht. Ja, aber wenn vielleicht gar kein Mensch hinschaut, weil es ja ein so klein, 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 kleines Auto ist und vielleicht gibt es in einem Hof einen Berg. Du gehst mir mit dem Auto nicht aus der Werkstatt, verstanden? So, und jetzt arbeite ich weiter und du kannst dich ohne mich beschäftigen. Pumuckl möchte aber einen großen Berg haben. Ja, dass er einen großen Berg haben möchte, um mit dem Auto herunterzufahren, das hat sich im Kopf von Pumuckl festgesetzt. Und die Warnung von Meister Eder war gleich vergessen. So kam, was kommen musste. Während der Meister nur für ein paar Minuten in seine Wohnung hinaufgegangen ist, hat der Pumuckl, wups, das Auto hinausgeschoben in den Hof. In dem ganzen Hof nicht ein einziger Berg. Dass die Menschen so langweilige ohne Berghöfe bauen. Ob ich auf die Straße hinausfahren soll? Da fahren viele Autos. Und da kann sicher auch ein Pumuckl Auto fahren. Vielleicht ist die ganze Straße bergschief und man kann ganz, ganz, ganz lang drauf fahren. Oh, es ist eine große Schiebearbeit. Die Menschen können mein kleines Auto gar nicht sehen, vor lauter großen Autos. Ich weiß schon, was ich mache. Ich fahre unter den Autos, die da herumstehen. Da kann mich dann überhaupt keiner sehen. Ich werde ein großer Untersteh-Autofahrer oder Unterstand-Autofahrer oder... Halt! Halt! Wisst ihr, was passiert war? Der Pumuckl schob sein Auto zur Hofausfahrt hinaus und da dort der Bürgersteig schräg zur Straße abfällt, ist dem Pumuckl das Auto ausgekommen und einer älteren Frau direkt zwischen die Füße gefahren. Ach, jetzt wäre ich beinahe gestürzt. So eine Unverschämtheit, mir ein Spielzeugauto direkt zwischen die Füße zu fahren. Lausbummelentige,
Ältere Leute belästigen. Was Gescheites fällt euch nicht ein. Wo stecken denn die Lauser eigentlich? Na, die haben sie natürlich versteckt. Typisch. Hallo, ihr zwei da drin. Tut nicht so scheinheilig. Wie bitte? Haben Sie uns gemeint? Fragt nicht so unverschämt. Ihr habt das Auto aufgezogen und mir zwischen die Füße fahren lassen. Gibt's doch zu? Wir? Ja, ihr. Wer denn sonst? Sind ja weit und breit keine Kinder da. Aber wir kommen doch jetzt gerade die Straße entlang. Ich hab gar kein solches Auto. Tut mir recht scheinheilig. Och, ich hätte große Lust, euch das Auto wegzunehmen. Aber es gehört uns gar nicht. Ich will mir eure Lügen gar nicht anhören. Es ist ein Glück, dass mir nichts passiert ist. Einen Fuß kann man sich da brechen. Mindestens. Ja, aber entschuldigen Sie, wir sind überhaupt nicht... Nehmt euer Auto und verschwindet. Eine Rücksichtslosigkeit sondersgleichen. Man sollte es eigentlich der Schule melden. Eine Unverschämtheit. Die spinnt ja, die Alte, wo wir überhaupt kein Auto haben. Aber das ist schon ein schönes Auto. Halt, es rollt davon. Ich hab's schon. Au! Oh. Was ist denn? Wie ich das Auto aufgehoben hab, hat's mich gezwickt. Ha, dich hat's wohl. Ein Auto kann doch nicht zwicken. Schau. Au! Oh, oh. Du, das ist ja verrückt. Mich hat's auch gezwickt. Halt, rollt wieder davon. Das hat sicher einen besonderen Mechanismus. Vielleicht ist es elektrisiert. Heb's auf. Ich? Geh, Feigling, das macht doch nichts. Wenn es ein bisschen zwickt, das nimmt man einfach. Au! Oh, oh. Du, das ist, als wenn jemand beißen würde. Aber ich hab's. Halt fest, das untersuchen wir. Deswegen brauchst du mir nicht die Mütze vom Kopf runterhauen. Ich? Ich bin überhaupt nicht an deine Mütze gekommen. Du, jetzt zwickt's nicht mehr. Vielleicht ist der Mechanismus jetzt abgelaufen. Stell's wieder auf den Boden. Jetzt rollst du halt davon. Ich hab's schon wieder. Au! Also sowas, da kann man ja gleich Junge kriegen. Du, Fritz, das nehmen wir mit nach Hause und zerlegen es. Aber das gehört doch bestimmt jemand. Ist doch niemand da. Das hat jemand verloren. Und wenn wir schon unschuldig ausgeschimpft wurden, dann wollen wir wenigstens wissen, wie das Auto funktioniert. Au! Da, nimmst du. Au! Au, nimm du es wieder. Nimmst du. Nein, ich mag's nicht. Nimmst du. Au! Der kleine Pumuckl hat sich wie ein Wilder aufgeführt, um die beiden Buben daran zu hindern, das Auto mitzunehmen. Doch die beiden waren nicht aufzuhalten. Bis in die Wohnung hat er sie verfolgt. Und dann ist er wütend und fast weinend, so schnell ihn seine kleinen Füße getragen haben, zum Meister Eder gesaust. Mein Auto! Mein Auto! Mein Auto! Du musst mir wieder mein Auto holen! Bitte gleich holen! Oh, mein Auto! Das ist nicht weit, komm! Du, Moment einmal! Wo ist denn der Auto? Das haben zwei böse Buben, haben das einfach weggenommen. Zwei böse Buben? Sind die in die Werkstatt gekommen, während ich da oben in der Wohnung war? Nein, das heißt, vielleicht sind sie auch in die Werkstatt reingekommen. Oh, ich hätte ihnen die Nasen abbeißen mögen. Was heißt, vielleicht sind sie reingekommen? Ja, vielleicht heißt das... Schnell, bitte schnell, du musst das holen. Du, schau mir mal in die Augen. Bist du auf die Straße raus mit dem Auto? So eine dumme Straße, dumme Buben. Oh, mein Auto, mein schönes Auto. Ich hab dir ganz genau gesagt, was passiert, wenn du damit auf die Straße gehst. Jetzt schau nur zu, wie du wieder zu deinem Auto kommst. Ich rühre keinen Finger. Ich kann mir keinen Augenblick allein lassen. Du wirst schauen, wie ich schaue, dass ich zu meinem Auto komme. Es wird fürchterlich, sag ich dir, fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Während der Pumuckl zum Meister Eder gelaufen ist und versucht hat, ihn zu überreden, das Auto zu holen, ist bei den Buben zu Haus die Mutter dazugekommen und hat das Auto gesehen. Und sie hat gesagt... Fritz, Franz, woher habt ihr denn das Auto? Gefunden. Und das nehmt ihr einfach mit heim? Das geht doch nicht. Wir sind geschimpft worden, weil eine Frau drüber gestolpert ist. Und damit nicht wieder jemand drüber stolpert... Erfindet doch bitte keine so albernen Ausreden. Ihr habt das Auto einem anderen Buben weggenommen. Wie alt seid ihr eigentlich? Nein, Mutti, bestimmt nicht. Wir wollten bloß untersuchen... Da wird nichts untersucht. Das Auto tragt ihr sofort wieder dahin, wo ihr es her habt. Und zwar auf der Stelle. Aber Mutti, das hat so komisch gezwickt. Kein Wort weiter. Ihr tragt es auf der Stelle zurück. Den Buben ist nichts anderes übrig geblieben, als zu folgen. Zwar murrend, aber immerhin, sie sind gegangen. Allerdings haben sie einen kleinen Umweg gemacht, weil sie es nochmal ausprobieren wollten, ob's zwickt. Aber nichts hat mehr gezwickt. Und so ist es gekommen, dass der Pumuckl den beiden Buben nicht begegnet ist, wie er voll Wut wieder zu ihrer Wohnung gesaust ist.
Diesmal zwicke ich nicht nur, diesmal beiße ich auch. Und wenn das Beißen nichts nützt, dann kratze ich und ich mache ganz schreckliche Sachen und dann fahre ich mit meinem eigenen Auto nach Hause. Ganz schnell, jawohl, so schnell, dass mich keiner einholen kann. Ja, hup nur. Ich werde auch hupen. Und dann musst du auf die Seite fahren, weil der Pumuckl kommt. Jawohl. Ah, da ist das Haus. Und die Haustür ist auch auf. Und in die Wohnung, da komme ich schon hinein. Und wenn ich durch den Briefkastenschlitz kriechen muss. Der Pumuckl ist tatsächlich auch in die Wohnung hineingekommen. Doch dort waren weder Auto noch Buben. Er ist hin und her gesaust, hat auf den Schränken sowie unter den Betten einigen Staub aufgewirbelt. Vergeblich. Die Buben aber waren inzwischen ganz gemütlich vor der Einfahrt zu Meister Eders Hof angekommen. Da auf der Straße ist es gestanden. Da stellen wir es einfach wieder hin. Soll von mir aus drüber fallen, wer will. Dann wird's halt ein anderer mitnehmen, als ob das nicht aufs Gleiche rauskäme. Aber das mit dem Zwicken, da wäre ich schon gern dahinter gekommen. Vielleicht war es noch aufgezogen und dadurch mit irgendetwas aufgeladen. Glaubst du? Wenn wir nur einen Schlüssel hätten. Weißt du was? Wir stellen es doch nicht hier auf die Straße. Wir stellen es in den Hof da hinten und schauen, wie er es nimmt. Au ja. Und wenn es ein Kind ist, dem es nicht gehört, machen wir ihm recht Angst. Und natürlich, wie die beiden Buben in den Hof hinterkamen mit dem roten Auto in der Hand, da hat es der Meister Eder von seinem Werkstattfenster aus gesehen. Und schon ist er rausgekommen. Hallo! Ihr zwei da? Ja, meinen Sie uns? Ja, natürlich, wenn denn sonst. Zeig mir doch einmal das Auto. Das haben wir da draußen auf der Straße gefunden. Wir wollten es gerade zurückbringen. Na ja, dann ist ja alles gut, aber woher habt ihr denn gewusst, dass es mir gehört? Ihnen gehört's? Nein, das haben wir nicht gewusst. Na ja, es gehört einem Buben, der bei mir wohnt. Sie? Warum zwickt denn das Auto? Wo zwickt's? Wenn man es anfasst, dann zwickt es. Aber jetzt nicht mehr. Wir haben aber nichts kaputt gemacht. So, das hat gezwickt. Ja, das glaube ich schon. Da habt ihr noch Glück gehabt, dass es nur gezwickt hat. Gell? Das ist mit was geladen. Ja, geladen vor Wut. Aber das versteht's ja nicht. Jedenfalls ist es nett, dass ihr es gebracht habt. Ich danke euch recht schön und da habt ihr eine Mark als Finderlohn. Ui, danke schön. Aber bitte, ich hätte doch gerne gewusst, mit was das geladen ist. So. Na ja, ich kann es euch ja sagen, mit Pumuckelistikum. Prima, gell? Du, ich glaube, der ist nicht ganz richtig. Ich glaube auch. Komisch. Die zwei haben sich aus all dem natürlich keinen Vers machen können. Aber das Auto, ebenso wie das Geheimmittel Pumuckelistikum, war bald vergessen. Der Pumuckel dagegen ist in heller Wut wieder heimgekommen, weil er ja das Auto nicht mehr gefunden hat. Der Meister Eder hat sich ganz scheinheilig gestellt und getan, als wüsste er von nichts. Das Auto hat er in einer Schublade versteckt. Beißen, beißen, zerreißen, alles durcheinander schmeißen. Ich will mein Auto, ich will mein Auto. Hast du es nicht gekriegt? Es ist nicht mehr da, es ist fort und die Buben sind auch fort. Und ich muss Sachen werfen, sonst platze ich. Du, ich sag dir eins, du hebst alles wieder auf, was du jetzt runterschmeißt. Nein, nichts hebe ich auf, nichts. Runter mit dem Hammer! Runter mit den Pfeilen! Runter mit der Schachtel! Da ist noch ein Topf voll Wasser. Wirf den auch noch runter, dann kannst du den Boden auch gleich aufwischen. Nichts tue ich, nichts. Nie mehr tue ich was, wenn ich mein Auto nicht wiederkrieg. Gib den Wassertopf her. Also, wenn du das Auto nicht mehr kriegst, tust du nichts mehr. Aber wie ist es, wenn du es wieder kriegst? Tust du dann alles? Ja, alles, aber ich krieg ja nichts mehr, nie mehr. Und es war so schön und es ist doch mein Geburtstag. Und ich hab mich so gefreut. Ja, das passiert halt, wenn man so dumme Sachen macht. Ich will ja niemals mehr dumme Sachen machen. Ich will niemals mehr dumme Sachen machen, wenn ich bloß das Auto wieder kriege. So. Ja, dann heb jetzt erst einmal alle Nägel auf, die du runtergeschmissen hast. Und die Feilen und den Hammer auch.
Und dann putzt den Boden auf und dann kriegst du dein Auto wieder. Ich krieg mein Auto. Aber erst nach dem Aufräumen. Aufräumen. Ich tu das. Das können Kobolde gar nicht. Ja, dann tut's mir leid. Dann wird's eben nichts mit dem Auto. Wo ist denn das Auto? Da, in der Schublade. Na, schau her. Oh, da ist es ja. Mein Auto, gib her. Nein, erst aufräumen. Erst aufräumen. Oh. Hier ist noch ein Tag. Und hier ist... Also, nach so vielen Nägeln ist hier sicher schon ein Auto. Nein, da liegt noch ein Hammer. Und die Feilen... Ja. Ein Hammer ist aber sehr schwer. Ja, das macht nichts. Zum Runterschmeißen war er leicht. Ja, das ist komisch, nicht wahr? Aber bitte hier. Hier ist der Hammer und die Feile. Und jetzt kriege ich das Auto. Ja, und was ist mit dem Wasser da auf dem Boden? Das Wasser. Das Wasser, das trocknet von ganz alleine. Wasser kann man ja nicht aufheben. Aber aufwischen. Da ist ein Lumpen. Ja, schon. Aber vielleicht wird der Lumpen viel zu nass. Und dann ist es sehr schade um den Lumpen. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Schön aufwischen. Schön. Na, aufwischen ist nicht schön. Und man kann nicht schön und ja, also wie du meinst. Für mich liegt das Auto gut in der Schublade. Aber für mich nicht. Und ja, ich werde schon aufwischen. Oh. Aufwischen ist schwer. Ich glaube, es gibt ein Koboldsgesetz, dass man am Geburtstag nichts aufwischen darf, sonst wird man ein Heinzelmännchen. Ja, das ist aber ein sehr feines Gesetz. Ja. Habe ich mir doch schon immer ein Heinzelmännchen gewünscht. Das ist überhaupt nicht wahr. Sonst hättest du nämlich keinen Koboldsgeburtstag gefeiert, sondern einen Weil-nicht-Heinzelmännchen-bekomme-Trauertag. Und jetzt ist der Lumpen so voll Wasser, dass er kein bisschen Wasser mehr schlucken kann. Ja, ist ja schön. Gib her, dann wind ich ihn aus. Und da hast du dein Auto zurück. Oh, mein Auto. Oh, der erste Klabauto mit einem Auto. Und das reimt sich sogar. Also das Auto, weißt du, das ist ja fast so schön wie ein Segelschiff. Ja. Und ja, und wenn du mal in die Werkstatt ein bisschen Wind hereinlässt, dann ist es vielleicht genau so schön wie ein Segelschiff. Pfui! Wuhu! Wuhu! Thank you.